Der große Tag an den Märkten, der ist erst morgen, nämlich mit der alles entscheidenden FED-Entscheidung und dann vor allem auch den Zahlen von Apple. Heute ist eben nur ein Zwischentag. Man arbeitet sich darauf hin, auch wenn heute einige interessante Zahlen von US-Konzernen kommen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Die US-Indizes wie der S&P 500 gestern mit neuem Allzeithoch, weil die Lage der Konjunktur so toll ist oder weil die US-Berichtssaison so toll ist? Nee, eher nicht. Sondern es geht eben darum, dass man erwartet, dass die FED weitere Geschenke verteilt, dass sie einmal mehr die Zinsen senken wird, nachdem sie im November ja mit ihrem QE, das nicht QE heißen darf, beginnen wird mit dem Kauf von sogenannten Treasury Bills, also kurz laufenden Staatsanleihen, faktisch eine Staatsfinanzierung, indem man praktisch der Trump-Administration diese extreme Schuldenmacherei durch Gelddrucken erlaubt, indem man letztendlich die Banken diese Staatsanleihen, diese kurzlaufenden Staatsanleihen kaufen lässt. Die Banken hinterlegen es dann als Sicherheit bei der Fed. Die Fed gibt dann als Gegenleistung Kredit für diese hinterlegten Staatsanleihen der Banken. Also es ist ein schöner Kreislauf, der hier sich abzeichnet. Die Frage ist, kann man jetzt einfach so weitermachen? Wird die Fed eben die Märkte befriedigen? Wird sie wieder mal dem Quengeln der Märkte nachgeben? Hier sagt ein Bankexperte, sollte sie besser nicht machen, wird sie wahrscheinlich auch nicht machen. If they continue with so many consecutive rate cuts, wenn sie weitermachen mit so vielen Zinssenkungen, dann können sie niemals diesen Zyklus der Markterwartungen brechen. Die Fed ist ja inzwischen irgendwie getrieben, hat man das Gefühl. Die Märkte quengeln, das ist so wie mit Kindern an der Supermarktkasse, wo da in der Nähe immer die Süßigkeiten sind. Und wenn ich das erste Mal nachgebe, dann habe ich die Garantie, dass beim nächsten Mal wieder gequengelt wird. Und erst wenn ich mal diesen Zyklus durchbreche, dieses Gejammer nicht erwidere, indem ich wirklich da auch nachgebe, sondern sage, nee, es ist nicht, dann habe ich die Chance, dass vielleicht das nächste Mal das Quengeln etwas leiser wird und dann irgendwie aufhört. So ist die Fed ständig getrieben von den Erwartungen der Märkte. Normalerweise ist es ja so, wenn eine Notenbank die Zinsen senkt, dann dauert es, bis dieser Effekt dieser Zinssenkung überhaupt in der Wirtschaft ankommt. Etwa ein halbes Jahr. Jetzt hat die Fed zweimal die Zinsen gesenkt. Wenn sie es jetzt nochmal tut, dann weiß sie gar nicht, welche Effekte sozusagen das hat, ob da möglicherweise auch Negativeffekte dann eine Rolle spielen, weil man zu schnell die Zinsen gesenkt hat. Das ist jetzt die große Frage. Gleichwohl erwarten die Märkte eben hier mit einer 94-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen senken wird auf 1,5 bis 1,75% morgen. Möglicherweise wird die Fed das ja auch tun, aber Powell vielleicht eben auch sagen, Leute, das war's jetzt erstmal. Und damit müsst ihr jetzt erstmal auskommen. Das wäre zumindest ein denkbares Szenario, um ein bisschen aus diesem Getriebensein rauszukommen. Was ist gestern passiert an den Märkten? Wieder mal ein Short Squeeze. Wir sehen hier die meistgeschorteten Aktien, die gestiegen sind, am deutlichsten gestiegen sind. Wieder mal minimale Umsätze. Das Ganze setzt sich fort. Wir hatten gestern wieder 35 Millionen Spider-Shares, die gehandelt wurden. Also fast kaum greifbar, was da an Handel passierte. Wir haben dann die Zahlen von Google gehabt, die doch eher bescheiden waren. Vor allem Gewinn pro Aktie deutlich unter Erwartung. Umsatz ganz knapp drüber. Aber die Marge geht zurück, zwar sind die Klicks gestiegen, die Klicks auf Werbeanzeigen, aber der Ertrag pro Klick geht eben deutlich zurück und das ist eine Tendenz, die schon länger geht. Die Aktie nachbörslich minus 4%, dann hat die Finanzchefin von Google gesagt, ja, das sind ja Einmaleffekte, teilweise wie eine größere Strafe in Frankreich, die man bezahlt habe, dann die Aktie wieder ein bisschen die Verluste wettgemacht. Aber es ist eben jetzt so, dass Amazon enttäuscht hat, dass Google enttäuscht hat. Es ist also jetzt nicht so, dass diese Berichtssaison wirklich so super strahlend wäre. Andere Unternehmen waren sehr gut, wie Microsoft, aber gestern auch Beyond Meat doch eher enttäuschend. Zumindest haben die Marktteilnehmer enttäuscht darauf reagiert. Was haben wir hier? Wir sehen, dass wir derzeit die geringste Shortquote hatte ich schon mal darauf hingewiesen. Wir sehen aber auch hier, dass der Margin Debt zurückgeht. Also das ist praktisch die Hebelung. Und ich hatte mal einen Artikel geschrieben, das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Da war der Grundtenor, was man beobachten konnte, wenn die Kurse weiter steigen, aber der Margin Debt fällt, dann ist die Gefahr im Verzug, denn dann vollzieht sich unter der Oberfläche schon Bedeutendes. Das sieht so ähnlich auch Morgan Stanley, die sagen, ja, Leute, wir können hier vielleicht noch ein bisschen weiterlaufen, aber wir sind dabei, in eine Earnings Recession zu kommen, also in eine Gewinnrezession und irgendwann
wird das nicht mehr tragbar sein. Jetzt gibt es immer wieder Spezies, die sagen, wieso, was wollt ihr denn? Die Kurse steigen doch richtig, aber das ist eben nicht mehr fundamental gedeckt, weil die Gewinne, die Profite hier stagnieren, während die Kurse eben immer weiter steigen. Meine Aufgabe sehe ich darin, nicht den Leuten zu sagen, geht long oder geht short, sondern eben auf die Differenz zwischen Kursentwicklung und fundamentaler Entwicklung hinzuweisen, nicht mehr und nicht weniger. Es sei hier nochmal gesagt, manche tun sich da mit dem Verständnis etwas schwer, wie es scheint. Schauen wir uns hier mal diese Grafik an. Wir haben in Sachen US-Berichtssaison Faktor 3,14 derzeit, dass die Unternehmen ihre Ausblicke senken, statt sie anzuheben. Also 3,14 mal mehr Unternehmen senken ihre Prognose, statt sie anzuheben. Und wir sehen, was ist der Grund für die Party an den Märkten? Hier ein Global Liquidity Proxy, das ist praktisch die Liquidität, die im Umlauf ist, vor allem durch die Notenbanken. Wir sehen, dass das hier ziemlich gleich läuft, während die Makro, also die fundamentalen Konjunkturdaten, eher nach unten gehen. That's it. Das ist sozusagen das Geheimnis der Märkte. Nun kann man sozusagen inhärent argumentieren, innerhalb des Systems argumentieren und sagen, egal, Hauptsache die Märkte steigen, ich bin dabei, das kann man tun. Oder man kann sagen, Leute, das ist gefährlich, was da passiert. Selbst wenn die Kurse steigen und noch weiter steigen, wird es irgendwann richtig krachen müssen, denn hier diese Lücken, die wir hier vorhin gesehen haben, etwa hier, die werden sich irgendwann schließen, so wie es eben auch in den 2000ern passiert ist hier bei der Dotcom-Blase. Hier sehen wir dann auch in der Finanzkrise hat sich das Ganze aufgelöst. Schauen wir uns an, was heute zu erwarten ist an den Märkten, was wir hier sehen. Die Charts wieder von Capital.com. Wir sehen den Dow Jones 27.096, kein neues Allzeithoch erreicht, wohl aber der S&P 500 3.037 Punkte aktuell, leicht abgehoben von dem bisherigen Allzeithoch. Der Nasdaq hat es noch nicht ganz geschafft, zumindest der Nasdaq Composite. Wir sehen hier den Nasdaq 100, allerdings 8.101 Punkte. Man steckt so ein bisschen die Google-Enttäuschung weg. Aber es ist nicht so, dass wirklich diese Berichtssaison großartig wäre. Sie hat ein bisschen besser jetzt ausgesehen, nachdem man die Erwartungen so massiv gesenkt hat. Hätte man die Erwartungen nicht so massiv gesenkt, wäre es eine glatte Enttäuschung gewesen. Das muss einfach mal klar formuliert werden. 12.938. Der DAX aktuell, der gestern nicht so viel aus der Party der Amis gemacht hat, die ja am 28. Oktober statistisch gesehen, wie ich gestern sagte, auch den besten Börsentag des Jahres haben. Das ist der Euro-Dollar hier an der 1,11er Marke, 1,1098, wenig bewegt. Der wird sich natürlich auch interessieren für das, was dann kommt in Sachen Fed. Ebenso wie Gold 1.491 und das amerikanische Crude Oil nach Berichten aus Genscape, dass die Lagerbestände, die morgen ja kommen, deutlich höher ausfallen dürften, als viele bisher auf dem Zettel hatten. Jedenfalls sehen wir jetzt die Grundsituation, die Märkte sozusagen im Bullenlauf, weil sie auf die ewigen Segnungen der Notenbank vertrauen und glauben, dass sich damit was ändert. Faktisch pfeifen die Notenbanken schon auf dem letzten Loch. Es ist der letzte Versuch, nochmal die Dinge zu retten. Die Vermögenspreise wie bei Aktien steigen gleichwohl, weil man sich sagt, naja, wo ist die Alternative? Die Alternative sind allerdings jetzt schon wieder die Anleihen, nachdem die länger laufenden Anleihen vor allem stark gestiegen sind. Die 10-jährige US-Anleihe geht jetzt schon in Richtung 1,9% wieder. Also wir sehen hier einen stärkeren Move jetzt auf der Oberseite. Und wir werden heute diesen Zwischentag überstehen. Der ganz große Tag, der kommt eben erst morgen. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und ciao.